Desiree, du bist CEO bei Crypto Consulting AG. Möchtest du deinen Weg dorthin kurz erläutern? Gern. Ja, ich habe an der Universität St. Gallen meinen Master of Banking and Finance gemacht und war dann einige Jahre bei der Credit Suisse im Private Banking und Asset Management, bevor ich zu GAM, Global Asset Management, als Portfolio Manager auf einen großen Aktienfonds stieß. Irgendwann während meiner Zeit als Portfolio Manager erwachte mein Interesse für Kryptos, insbesondere für Bitcoin, weil viel darüber gesprochen wurde. Und ich nahm mir vor, selber einige Bitcoins und auch andere Token zu kaufen, einfach um herauszufinden, wie der Prozess funktioniert und was das genau ist. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mir ein digitales Wallet eröffnet, mich bei den Börsen für digitale Assets oder Token registriert und wollte diese Token kaufen, und das hat sich als extrem kompliziert erwiesen. Und das war erst der Kauf und noch nicht einmal das Lagern der Token. Kurz darauf habe ich mich mit einem guten alten Arbeitskollegen unterhalten, der sich seit 5 Jahren mit der Analyse von Blockchains und Tokens auseinandersetzt. Und wir haben entschieden, einen Kryptofonds zu lancieren, um Zugang zu schaffen. Das ist die eine Firma, die ich habe, das ist die SwissREx AG. Und mit der Crypto Consulting AG beraten wir Blockchain-Unternehmen oder traditionelle Unternehmen, die ein Blockchain-Projekt durchführen wollen. Du hast Krypto und Blockchain bereits erwähnt. Was denkst du, muss sich in der Zukunft in der Schweiz verändern, dass das weiter funktionieren kann? Ganz wichtig sind die regulatorischen Rahmenbedingungen. Also je mehr der Regulator für uns macht, respektive je mehr Freiheit er uns lässt oder allgemein den Blockchain-Unternehmen, desto mehr kann die Innovation wachsen. Das ist natürlich ein schwieriger Prozess. Man will Freiheiten lassen, aber man will auch nichts riskieren, keine Reputationsschäden. Und das ist wichtig, dass das der Regulator gut hinkriegt. Ich denke, dafür, dass die Schweiz ein relativ kleines Land ist, haben wir schon sehr viel erreicht. Eben nur schon im Crypto Valley Zug gibt es mehr als 350 Blockchain-Unternehmen. Aber wie der Bundesrat so schön gesagt hat, wollen wir Crypto Nation Switzerland sein. Und da hilft es, wenn man gute regulatorische Rahmenbedingungen, steuerliche Rahmenbedingungen, guten Zugang, auch transportmäßig schafft, um eine florierende Kryptoszene aufzubauen. Du hast an der HSG studiert und selbst gegründet. Wie denkst du, hat die HSG-Studienzeit dazu beigetragen? Die HSG hat mir sehr stark geholfen, vor allem in meiner Jobsuche zu Beginn. Die HSG hat eine unglaublich gute Reputation und insbesondere auch der Master of Banking and Finance hat sich über die letzten Jahre extrem gut etabliert. Also das ist schon ein guter Vorweis, den man da machen kann. Die Selbstständigkeit, die war in meiner Seele, das hatte nichts mit der Uni St. Gallen zu tun. Die Uni St. Gallen hatte mir aber die Tools geliefert dafür, dass ich diese Dinge selber angehen kann. Was würdest du gerne heutigen Studenten auf den Weg mitgeben? Ganz allgemein würde ich sagen, seid neugierig, probiert die Dinge selber aus, packt sie an, verschiebt nichts auf morgen. Gerade im Blockchain- oder Krypto-Bereich, wo ich selber die Internet-Bubble damals verpasst habe und auch die Entwicklung, die danach kam, würde ich es diesmal anders empfehlen und einfach sagen, ja, kauft mal was, probiert etwas, findet heraus, wie das Ganze funktioniert und seid dabei, wenn die nächste Welle kommt. Okay, zum Schluss würde ich dich gerne noch bitten, 3 Sätze zu beenden. An der HSG habe ich gelernt, den richtigen Werkzeugkoffer hervorzunehmen, wenn die Herausforderungen kommen, und den Berg mit kleinen Schritten anzugehen, bis man ganz oben auf der Spitze angekommen ist. Seit meinem Studium vermisse ich? Ja, ab und zu St. Gallen und die Bratwurst. Und HSG Alumni ist für mich? Eine tolle Plattform, um mit Freunden und interessanten Kontakten in Kontakt zu bleiben, und eine Plattform, um auch mein Geschäft an die Welt herauszutragen. Vielen Dank für deine Antworten. Danke auch.